In diesem Video zeige ich euch, wie man die Hoch-, Tief- und Wendepunkte einer Funktion berechnet, indem man die erste und zweite Ableitung benutzt. Es geht also um ein Anwendungsbeispiel und ich nehme eins, das auch in euren Betamax-Aufgaben vorkommt, nämlich die Funktion f von x ist gleich minus 2 Drittel x hoch 3 minus 3x² plus 8x plus 8. Ein Graph dieser Funktion seht ihr hier auf der rechten Seite. Und wenn man den Graph schon kennt, dann ahnt man so, im Bereich von minus 4 müsste ein Tiefpunkt liegen, im Bereich rund um 1 ein Hochpunkt und dazwischen irgendwo vermutet man einen Wendepunkt, weil am Anfang ist die Funktion links gekrümmt und dann ist sie rechts gekrümmt. Ja, mal schauen, wie man das jetzt durch reines Ausrechnen herausfinden kann. Als erstes bilde ich mal die erste Ableitung nach den Ableitungsregeln. Ich bekomme hier also minus 2x² minus 6x plus 8. Diese 8 hier fällt weg. Und ich leite die erste Ableitung einfach nochmal ab, um die zweite Ableitung zu bekommen, nach den gleichen Regeln. Also minus 4x minus 6. Ich kenne jetzt also die erste Ableitung und die zweite Ableitung. Und wenn ich jetzt die Hoch- und Tiefpunkte berechnen möchte, dann suche ich nach den Nullstellen der ersten Ableitung und gucke mal, ob sie Vorzeichenwechsel haben. So, also Hoch- und Tiefpunkte. Ich schaue, gibt es x-Werte, bei denen f' von x gleich 0 ist. Und das würde ja bedeuten, dass minus 2x² minus 6x plus 8 gleich 0 ist. Nun, das ist eine quadratische Gleichung. Hier können also bis zu zwei Nullstellen entstehen und diese quadratische Gleichung müsst ihr jetzt lösen, weil ihr die x-Werte braucht, bei denen diese Nullstellen vorliegen. Wie ihr die löst, ist euch überlassen. Das geht mit der quadratischen Ergänzung, mit der PQ-Formel, mit dem Taschenrechner, mit Wolfram Alpha, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr findet die Nullstellen raus. Ich mache das mit der quadratischen Ergänzung. Ich gehe erstmal auf die Normalform. Dann habe ich x² plus 3x minus 4 gleich 0. Und naja, ich mache es mal ein bisschen ausführlicher, als ich das sonst machen würde. Also x² plus 2 mal 3 halbe x plus 3 halbe zum Quadrat, das ist meine quadratische Ergänzung, die ziehe ich wieder ab. Minus 3 halbe zum Quadrat minus 4 ist gleich 0. Das fasse ich zusammen. Hieraus mache ich mir ein Binom. Das sind also x plus 3 halbe zum Quadrat. Und das hier fasse ich zusammen zu minus 25 Viertel. Okay, ich rechne mal hier auf der rechten Seite weiter. Ich habe also x plus 3 halbe zum Quadrat ist gleich 25 Viertel. Das heißt, x plus 3 halbe, ich ziehe also jetzt die Wurzel auf beiden Seiten, ist die Wurzel aus 25 Viertel, das sind 5 halbe. Und es gibt aber auch noch die negative Lösung. X plus 3 halbe ist also minus 5 halbe. Okay, ich bringe noch die 3 halbe auf die andere Seite und bekomme dann x1 gleich 5 halbe minus 3 halbe. Das ist 1. Und minus x2 ist minus 5 halbe minus 3 halbe, das sind minus 4. Okay, ich habe also jetzt herausgefunden,
das tatsächlich bei minus 4. Das war mein x2. Eine Nullstelle der ersten Ableitung ist und bei x1 gleich 1 ist auch eine Nullstelle der ersten Ableitung. Ich müsste jetzt noch mal kurz überlegen, ob sich es hierbei tatsächlich um Nullstellen mit Vorzeichenwechsel handelt. Und wenn ich jetzt mal nicht über die zweite Ableitung argumentiere, dann könnte ich mir jetzt mal kurz vorstellen, wie sieht denn meine erste Ableitungsfunktion aus? Das ist ja diese hier. Ja. Das ist eine Parabel mit dem y-Achsenabschnitt 8 und sie ist nach unten geöffnet und sie hat Nullstellen bei minus 4 und bei 1. Das heißt, sie sieht ungefähr so aus. Naja, wenn es eine Parabel sein soll, ne? Jedenfalls hat sie auf jeden Fall bei minus 4 einen Vorzeichenwechsel von minus nach plus und bei 1 einen Vorzeichenwechsel von plus nach minus. Ja, das kann ich daran erkennen, das ist also eine normale, nach unten geöffnete Parabel mit einem positiven y-Achsenabschnitt ist. Und genau, das sagt mir also schon mal, dass hier tatsächlich ein Tiefpunkt vorliegt und hier ein Hochpunkt. Das konnte ich natürlich auch schon sehen, wenn ich den Graph vorliegen habe. Aber so ist die Rechnung. Schaue ich mir mal an, wie sieht es aus mit Wendepunkten? Für die Wendepunkte schaue ich mir an, bei welchem x ist die zweite Ableitung gleich 0. Zweite Ableitung gleich 0 bedeutet, minus 4x minus 6 ist gleich 0. Das ist eine lineare Funktion mit der Steigung minus 4. Die hat also auf jeden Fall eine Nullstelle. Und zwar bei x ist gleich minus 6 Viertel, das sind minus 3 Halbe. Ja. Und der Vorzeichenwechsel ist von plus nach minus. Es gibt also auf jeden Fall einen Wendepunkt bei x gleich minus 1,5 oder 3 Halbe. Dort liegt ein Wendepunkt. Also eine Nullstelle der zweiten Ableitung mit Vorzeichenwechsel. Wenn ich mal nochmal gucke, wo das ungefähr liegt, also 1,5, das ist hier. Farbe ist ungünstig. Also hier haben wir dann, sagen wir mal, x3. Hier ist also der Wendepunkt der Funktion. Okay, wenn ich jetzt tatsächlich die Punkte haben möchte, dann fehlen mir noch die y-Koordinaten dieser Punkte. Und die brauche ich jetzt noch. Ja. Ich nehme mir erstmal den Tiefpunkt vor, also der Tiefpunkt. Der hat die x-Koordinate minus 4. Und die y-Koordinate dazu bekomme ich, wenn ich minus 4 in die Funktion einsetze. Das muss ich jetzt mal ausrechnen, ne? Also f von minus 4 ist minus 2 Drittel mal minus 4 hoch 3 minus 3 mal minus 4 Quadrat plus 8 mal minus 4 plus 8 und das sind minus 29,33. Das ist also der y-Wert des Tiefpunkts,
Die Koordinaten sind also minus 4 und minus 29,33. Genauso mache ich das für den Hochpunkt. Der Hochpunkt hat den x-Wert 1 und ich rechne also den y-Wert aus, indem ich 1 in die Funktion selbst einsetze, f von 1, rechne ich aus und da kommt 12,33 raus, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Die Koordinaten sind also 1 und 12,33. Ja, für den Wendepunkt ist die Strategie die gleiche. Ich weiß, der x-Wert, bei dem die zweite Ableitung eine Nullstelle hat, ist minus 3 halbe, also minus 1,5. Und ich brauche den y-Wert dazu. Da setze ich also minus 1,5 für x in die Funktion selbst ein, nicht in die zweite Ableitung, da weiß ich ja, dass da der Funktionswert 0 ist, sondern ich rechne aus f von minus 1,5 und da kriege ich raus minus 8,5. Der Wendepunkt hat also die Koordinaten minus 1,5 und minus 8,5. So, ich überprüfe nochmal, ob das ungefähr mit meinem Bild übereinstimmt. Also den Wendepunkt minus 8,5, ja, das kommt hin. Der Tiefpunkt liegt hier. Ja, der hat hier minus 29 ein Drittel und minus 4. Und der Hochpunkt, der liegt hier oben, 12,33. Und der x-Wert ist 1. Okay, letzter Check bei GeoGebra. So, meine Funktion seht ihr hier, das ist die grüne Kurve. Ich habe hier unten die Extreme ausgerechnet, da gibt es einen Befehl für bei GeoGebra. Und habe also das gleiche rausbekommen wie bei meiner Rechnung von Hand. Der Tiefpunkt i hat die Koordinaten minus 4 und minus 29,33. Der Hochpunkt die Koordinaten 1 und 12,33. Und k ist der Wendepunkt mit den Koordinaten minus 1,5 und minus 8,5. Ja. Auch meine Argumentation über den Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung an den Nullstellen kann ich überprüfen, indem ich die erste Ableitung mal anschaue. Und ich sehe tatsächlich, die erste Ableitung ist eine Parabel nach unten geöffnet mit zwei Nullstellen und einem positiven y-Achsenabschnitt. Die Funktion ist stetig, sie hat also keine Sprünge. Und ich sehe also, bei minus 4 ist ein Vorzeichenwechsel von minus nach plus. Das ist also ein Tiefpunkt. Und bei 1 haben wir einen Vorzeichenwechsel von plus nach minus. Es liegt also ein Hochpunkt vor.